halt ein Riesentraum von mir eigentlich schon immer gewesen, mal bei einer Weltmeisterschaft mitzumachen. Von daher werde ich ja alles jetzt nochmal reinlegen, um eben auch im Kader dann dabei zu sein. Und ja, auf jeden Fall dann auch, dass wir eine Riesenchance haben werden, auf den Titel mitzuspielen. Ja. Und die nächsten Wochen werden dann bei mir so aussehen, dass ich natürlich einen Riesenfokus auf meine Ernährung lege. Vor allem aber auch einfach auf meine Fitness, dass, ja, wenn ich im Spiel bin, nicht drüber nachdenken muss, ja, ob ich nicht fit genug bin, weil das ist einfach so eine Grundlage, die dann da sein sollte, damit ich befreit Fußball spielen kann. Es gibt immer viele kreative Momente eigentlich im Spiel und ja, versuche mein Spiel aber auch mittlerweile etwas einfacher zu gestalten, um einfach effektiver zu sein. Und ja, neben dem Platz bin ich einfach ja auch so eine Art Lebemensch. Ich versuche einfach, ich selber zu sein, viel Spaß in die Bude zu bringen, würde ich mal sagen. Ja, aber es auch nicht zu übertreiben. Also ich sehe meinen Beruf eben auch als Berufung Fußballerin. Und von daher gehe ich damit auch sehr professionell um. Aber ja, wie gesagt, der Spaß darf da auch nicht zu kurz kommen. Nebenher sich einfach auch noch weiter zu entwickeln, weiter zu bilden, finde ich, ist halt auch sehr, sehr wichtig. Neben dem ganzen Fußball, neben dem ganzen Quatsch, ja, dass man halt auch einfach noch so einen Ausgleich hat. Also das ist für mich halt auch ziemlich wichtig. Bei den 20 Weltmeisterschaften, einmal in Japan und einmal in Kanada, wo wir Vize-Weltmeister wurden, und in Kanada haben wir die Weltmeisterschaft geholt. Da war ich selber dann auch Kapitänin und das war ja ein Riesenmoment für mich, einfach dann auch den Pokal in die Höhe zu strecken. Das war, ja, da denke ich sehr gerne dran zurück. Hol ich sie mir. Ein gutes Stück Pizza. Will ich eine große Rolle spielen.